Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play, beziehungsweise zu meinem ersten Let's Play, nämlich Tony Hawk's American Wasteland. Ich habe jetzt gerade bis hierhin gespielt, wo wir den Tabletop machen müssen, mit dem Manual hinten dran, der ja in der, der ja in der PAL-Version nicht funktioniert. Und ich habe jetzt hier die NTSC-Version und ich hoffe auch mal, dass das alles mit der Aufnahme alles funktioniert, denn ich habe ja jetzt auch so einen lustigen Zauberkasten, denn der Dennis hatte ja zwei. Und ja, ich habe bisher noch nicht damit aufgenommen. Ja, und mein Schreibtisch sieht auch ganz schlimm aus. Hier ist Kabelsalat en masse, weil ich brauche das halt nur kurz für jetzt das eine kleine Mini-Projekt hier. Also ist ja kein richtiges Projekt, sondern es ist ja eher eine Vollendung des Projekts. Ja. Mehr habe ich noch nicht gemacht in dem Spiel, also ich habe nur gerade, ich glaube, Beverly Hills freigeschaltet. Und ich dachte nämlich eigentlich, dass man bis Beverly Hills spielen muss, bis man zu diesem Bike-Typen kommt, aber wenn man einfach aufs BMX steigt, dann kommt er auf einmal angerannt und sagt dann, ja, hier, das so und so. Ja. Aber jetzt sind wir hier und wir sind bei der Mission. Außerdem möchte ich halt also diese BMX-Mission fertig machen, weil ich gerne wissen möchte, ob man da was für bekommt und wenn ja, was. Und dann möchte ich noch gerne die Classic-Ziele machen, also diesen Classic-Modus. Ja. Ach genau, und ich habe die Musik ausgestellt, denn die war schon relativ laut, obwohl die auf 3 war. Und auf 1 war die mir immer noch ein bisschen zu laut. Deswegen habe ich sie jetzt einfach ganz abgestellt. Wegen GEMA und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Also ich hoffe mal, dass das jetzt mit der Musik nicht so ein schlimmes Ding ist. So, jetzt quatschen wir mal hier mit dem, wie heißt der? Weiß ich nicht. Well, yeah, dude, you're coming along. I got a grip of cash that says you can't use that in a combo. Like skating, you can continue your combo if you land a manual. You just gotta make sure you're not too far forward or too far back and you don't fall over. Ja, und da wird uns dann noch halt erklärt, bla bla bla. So. Dann hoffen wir mal, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. So. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn das nur diese eine Mission gewesen wäre, die da gefehlt hätte. Aber es sind anscheinend noch mehr. Ich schätze mal, wir müssen noch irgendwie ein Ende oder sowas machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was kommt. Time to manual. Let's do some tricks in the manual. If you can hit a decade, I got cash. Where are you at? Lean back and take that little right thumb of yours and flip it left to right. Do 3 decades and the money is yours, big guy. Gut. Das mussten wir auch, glaube ich, mal irgendwo machen. So, wird das gezählt als 3? Ja, sehr schön. So, next one. Ich bin noch am Überlegen. Alright, more manual tricks. Another fistful of cash for 3 manual crank flips. Lean back and flip your right thumb up. Das ist übrigens alles in Englisch, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Also keine deutschen Untertitel oder so, aber das werden wir schon hinkriegen. 3 manual crank flips for the big bucks. Ne, das ist kein Crank, das ist ein Crankflip. So, das war's doch jetzt, ne? Ja. Ah, so, weiter geht's. Huch. Jetzt kommen bestimmt noch Barspins, weil ich die eben gerade aus Versehen einfach mal so gemacht habe. Das Schwierigste ist eigentlich immer, diesen Typen erst zu finden. Ach, da oben war er. Diesen Typen erst zu finden. Achso, was mir aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das an der NTSC-Version liegt oder ob das an irgendwas anderem liegt. Auf jeden Fall, die Sequenzen sind alle total asynchron, also so richtig. Also die am Anfang passt es noch, aber dann, weiß ich nicht, irgendwas ist schneller und irgendwas ist langsamer und das zieht sich da total auseinander und dann ist irgendwie, das passt am Ende nicht mehr, keine Ahnung. Wow, dude! So what's next, you may ask yourself? How about some manual bar spins? 3 manual bar spins get you a lot of bones. Lean back and flip your right. Hey, ja, ja. You know what? The money is yours once you. Ja, ich weiß es doch.
So, Barspins. Haben wir eben gerade schon mal gemacht. Nee. So. So, und ich bin noch am Überlegen, ob ich noch ein paar Stats gleich holen soll. Also, offscreen. Okay, hier ist ein anderer Manual-Trick. I'll part with more cash if you can get a manual X up. So you're gonna lean back to manual and throw that X up. If you... Na gut. Das war ja richtig schwer, du. So, wo ist er? Da oben. Oh, da mag ich den überhaupt nicht, wenn der da ist. Ich glaube, Dennis hat sich da immer voll einen abgebrochen. Aber hier gibt es so einen schönen Aufzug. Da muss man gar nicht so schwer da oben hinkommen. Guck mal. Boop. What about those nose manual tricks? Think you could do them? Pull some tail whips in the nose manual and I'll pay up. Entschuldigung. You're gonna go up, you're gonna push forward, you're gonna... You? Ich wusste gar nicht, ob man das machen kann. Was einem die PAL-Version so verschweigt, ne? Schlimm ist das. Vor allem ist das gar nicht mal so ein doofer Trick. Ich mag den eigentlich voll. So, how about another nose manual trick? More cash is gonna be coming your way when you nose manual some crank flips. Get busy, dude. Come on. Get busy, dude. You're gonna link. No. Ja, crank flips. Was war das? War das jetzt? Ja, okay. Das ist ja doch noch einiges. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Here's one for you. You could also get into a nose manual by doing an endo. Do you think you can do these, dude? Are you that tough? Hey, you're gonna be cruising along, you're gonna hit your front brakes, and that's gonna throw you into an endo. While holding that, though, you gotta make sure you keep your balance, you know? Hey, you know, dude, I'm gonna get serious with you right now. For real. You show me three endos, and I'll show you more money! Ich will auch Geld dafür kriegen, irgendwas zu machen. War das? Ja. Ich dachte, Endos werden anders gemacht, aber gut. Achso, das mit dem... ach, da oben ist der. Also ich möchte gerne Geld dafür bekommen, irgend so eine Scheiße hier zu tun. Irgendwie so ein Aufwand von 30 Sekunden direkt $20 dafür zu kriegen, das ist mega nice. One last nose manual trick. I'll fork over all the cash I have in front and back pockets, if you nose manual pivot for me. Okay, you're gonna lean forward and push that pivot button and it's gonna bust you into a fakie nose wheelie. You pull off three nose manual pivots and I'll probably give you a check or cash or credit, whatever your choice, whatever. Okay, das möchte ich aber nicht hier oben machen. Das ist rückwärts, ne? Nose Manual. Und dann... Oh, nice! Das ist ja mega cool. Oh. Aber das ist halt echt schade, dass ich das vorher nicht wusste, dass man das machen kann. Ich hätte natürlich ausprobieren können, aber ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass das so funktionieren könnte. Okay, der hat noch was für uns. Oder der fängt dann wieder von vorne an. Wer weiß, wer weiß. Well, wer weiß, wer weiß. Nee, das ist die falsche Richtung. Falsche Richtung! Nein! Ah, dankeschön. Jetzt ist genau das nochmal passiert, was mir vorhin passiert ist, wo ich dachte, ach, scheiße, dass du es nicht aufgenommen hast. Your grind skills right about now. I'll drop mad cash if you do a double peg grind. So here's the deal. You're gonna bunny hop near a rail. Grind. So. Dann wo ist der hier hinten irgendwo, ne?
Huch. Ja, da habe ich die Kante nicht gesehen. Tut mir leid. So. Dü-lü. Alright, dude, it's time to step them grinds up a notch. Grind it on your back peg only as an ice pick grind. Come on, get some, dude. Alright, dude, two. Okay. Das müsste auch einfach sein. Zählt der? Ja, nice. So. Wo ist er? Wo ist er? Da. Nein. Doch. Also schon. Also, ne? Let's keep them grinds going! Grinding on your front peg only is a toothpick grind. Ja, das ist auch easy peasy. Draußen regnet es übrigens, falls ihr das hört, wie die Autos da durch den Kram fahren. Auch Feuchtigkeit auf der Straße genannt. Alright, homie, more grinds for you. Grinding your back peg and riding your front wheel is a feeble grind. Bunny hop near a rail, lean back just a little bit, not all the way, push the grind button, and you're riding in a fever. Okay. If you really are interested in making some money right now. Das wird jetzt, glaube ich, schon ein bisschen. Nee. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. So, ist immer noch nicht fertig. Jetzt kommt bestimmt vorne grinden und hinten fahren. Schon wieder hier oben. Weil das wäre halt so das Gegenstück. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Fiebel oder Fiebel ist ja Standard, aber gibt es vielleicht Backside? Nee, das wäre dann andersrum. Ich weiß es nicht. Okidoki, one more grind you need to know. Grind in your front peg and ride in your back. Ah, you're gonna bunny- das Missgrind. Da haben wir ihn gehabt. Einmal. Da haben wir ihn wieder gehabt. Ich bin etwas kränklich. Aber ich hoffe mal, weil ich jetzt Urlaub habe, dass das nicht noch mehr rauskommt. Aber irgendwie, das ist schon mehr geworden als gestern. Hey, you know, we must. Hey, yo, and you know what? We can't forget about stalls. Just like in skating, you stall, you can do the same on a bike. Bunny hop near. I'll make. Okay. Das ist einfach. Wir müssen irgendwas zum Grinden. Da ist was. Fünf! Fünf Stück! Was ist denn mit dir los? Eins. Zwei. Huch! Hat er gezählt? Nee. Drei. Krück! Krück! Okay, er hat noch was für uns. Aber jetzt wüsste ich auch nicht mehr, was da noch fehlt. It's time to get rad. Let's do some tell taps. That's where you land on your back wheel and balance on copings, rails, whatever. Okay. Okay, you know. Bla bla bla. Dafür brauchen wir irgendwas hier, sowas. Nee. Das ist auch schön. So, next one. Zum Glück wieder hier oben, müssen wir nicht so weit fahren. Okay, time for a nose check. Who wants to pick their nose by busting some nose picks? Here's what you're gonna do. You're gonna land balancing on your front wheel on top of. Achso, ist das genau das gleiche? Genau das gleiche wie eben. Ich hoffe mal, ich schneide meinen Huster raus. So, wo sind wir jetzt? Ach, hier vorne bei dem. Nee, sind wir doch wieder hier. Na. Bing! You can do acid drop just like skateboarding. Into banks or. Ja. Dafür brauchen wir. Das hier? Oh. Entschuldigung. Aber hier können wir es bestimmt auch machen, oder? Nee. A bank drops. Jump into a bank. Hm. Er geht doch. Wollt eben nur nicht. Mit Doofkopf. So, dann auf jeden Fall noch
Acid Drops oder nicht Acid, diese Übergänge, wenn ich jetzt zum Beispiel von hier unten nach oben will. Das geht ja mit dem Fahrrad hier auch. Mit dem Fahrrad Internets. Mit dem BMX meine ich natürlich. Oh, and guess what? I have another easy one for you. You can do spine transfers just like skateboarding too. So, I... Ja, das meinte ich, den Spine Transfer. Der geht ja auch mit dem Skateboard. Nummer 1. Das ist ein Acid Drop, der kommt bestimmt auch noch. Obwohl, das ist eigentlich gleich zu setzen mit dem Bank Drop. Oder wie er heißt. Na komm schon. Ach, 3 müssen wir machen, das ist ja interessant. Ich hab doch gar kein Manual gemacht. Hat er sein Auto angemacht? Wie kann man denn überhaupt, kann man hier mit bremsen? Also ich meine jetzt so leicht bremsen. So, schön. Ich war gerade schon ein bisschen traurig, dass er nichts mehr für uns hat, aber ist doch noch was hier. Hallo. Here's one for you. Wall plants. They're just like skating. See a wall? Hit it. Yeah. Echt? Stimmt. Wir haben auch hier perfekten Platz für gefunden. Ich bin mal schnell erledigt. Sehr schön. Dann gibt es jetzt bestimmt auch noch. Ah, ne, Handplans können wir nicht machen. Also diese Sticker Slaps, genau, das war das. I believe you can do a wall plant, but can you do it backwards? If you can, that's called a tell tap on the wall. Ride straight in the wall, bunny hop, spin 180, and do the tell tap. This is a hard one. Do 2 and I will pay. Das ist natürlich interessant. Wo macht man die denn am besten? Hier so, ne? oder hier hinten. Da ist auch ganz gut. Oder auch nicht. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Muss man natürlich auch eine gute Stelle für finden, ne? Ah, da haben wir ihn. Nice. Der ist schon, der ist auch cool. Der ist auch cool, muss man sagen. So, da haben wir. Hallo. Oh, here's another easy one. Who would have thought looking at a wall you could ride it? Just like skateboarding, bikes can too. Jo, 5 Wall Rides. Haben wir einen. Haben wir 2. Haben wir uns immer aufs Maul gelegt. 3. Vier. Was auch immer das gerade war. 5. Oder auch nicht. Warum bist du... Ach, bestimmt wegen dem Kasten hier. Kasten drücken. Ah, das war jetzt, weil ich abgesprungen bin. Dann war das bestimmt auch eben. Dann nehmen wir nochmal hier die Wand. Da ist einfacher dran. So. Ja, und schön. Okay, tough guy, you can wall ride, but can you do it backwards? Okay. Bunny hop 180 before you hit the wall, so backwards wall. This one is pretty hard. You do 2 and... Echt? Wir machen den direkt am besten hier unten an der Wand, weil da ging der eigentlich immer ganz gut. Oh, das ist echt... gar nicht mal so easy peasy. Obwohl, das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich direkt so rum auf die Wand zufahre, oder? Oh, da habe ich aber auch lange Zeit. Ah.
Okay, da muss ich mich jetzt dran gewöhnen, dass man wirklich so fahren muss. Ach komm. Wo macht man das denn am besten? Gibt es hier irgendwo noch eine andere Stelle irgendwie? Da mal einen. Das ist schon mal gut. Einen haben wir. Yes. Der war zwar nicht richtig. Okay, wir haben alles. No go with. Wir haben alles von ihm gelernt. Kriegen wir noch irgendwas dafür? Schade. Wir haben nichts dafür bekommen. Ja, dafür können wir jetzt das hier machen. Yay! Oh, das finde ich ein bisschen blöd, dass wir dafür nichts bekommen haben. Aber immerhin, wir haben jetzt das auch zu 100% gemeistert. Speichere das gerade mal ab. Jetzt ist nur die Frage, ob ich jetzt noch diese Punkte hole. Weil ich glaube, die werden mir nützlich sein in dem Classic Mode. Aber ich glaube, ich werde erstmal so weit probieren, wie ich komme. Und dann muss ich halt gucken, ob ich da noch diese Punkte holen muss oder nicht. So. Nö, haben wir gerade gemacht.